halt entweder da, 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 da ist. Kennt ihr das Lied? Da, da, da. Mann, das ist so blöd hier. Hier kommt überhaupt kein Stein, den ich hier gebrauchen kann. Das ist echt krank. Blöd. Was mache ich denn? Alter, schon drei. Was geht? Ich habe hier ein echt beschissenes Feld. Ich muss das mal ändern. Das ist doch blöd. Guck mal, jetzt ist es schon 8, jetzt qualmt er schon. Und ich kann hier überhaupt nichts machen. Das ist doch blöd, ganz ehrlich. Ich glaube, ich werde failen. Davon könnt ihr, glaube ich, ausgehen, weil das Feld ist einfach so kacke. Oder auch nicht. Ja, obwohl, das ist schwierig. Nee, kann ich doch noch retten. Bam! Schwierig. 6 von 10. Ah, das war blöd. Ich hätte den anderen machen müssen, aber ist egal. Weil man muss die ja verbinden können. Das. Ah, scheiße. Das ist wie bei der Partneragentur, weißt du, wenn die nicht zusammen... Man muss das so rein drecks rein... Man muss das so drehen, dass die einfach zusammenpassen. Es ist... 20. Oh, ich habe hier immer was in der Kehle, häng ich. Das ist so ekelhaft einfach. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, was das ist. So schleimartiger... Weiß ich nicht. Ich denke, was kommt vom Rauchen oder so. Ich weiß das nicht. So. Nein. Obwohl, ich brauche noch einen. Wenn ich den noch verbraten kriege da hinten, dann kann ich das machen einfach. Das ist schwer. Oder ich mache... Wow, was hat das denn gerade? Trommelwirbel! So, siehste. Willkommen in Part 2, würde ich mal sagen, weil... Ja. Werde ich hier wahrscheinlich auch irgendwann mal schneiden. So. Machen wir das nächste. Oh, Poker. Poker ist super. Obwohl ich kein Pokern kann. Ich kann nicht pokern. Aber das kann ich. Das kann ich... ja, das kann ich pokern, einfach. Ach nee, ich bin ja da unten. Das kann ich pokern, da oben. Und ja. Die klatsche ich... wo klatsche ich die hin? Ich klatsche die einfach unten über Tipp. Wieso sage ich das überhaupt? Das muss ich mir doch später überlegen. Das ist einfach... Naja. Egal. Achso, hier muss man strategisch denken. Strategie. Weißt du? Strategie. Nicht Strategie, sondern Strategie. Das ist Stracciatella mit Gier. Ja, Stracciatella mit Gier. Weißt du, Strategie. Ich rede ein Scheiß, ey. Das ist... so. Ja, was... Weil hier muss man gucken, was man am meisten hat. Welche Farbe hat man am meisten? Und am meisten kann man auch machen. Weil die Karten werden ja als Steine gemacht einfach. Und... schwierig. So. Weißt du, die Steine, die erscheinen ja hier vorne. Und... da oben quasi. Ne? Und... ja. Mache ich grün. Ich muss mal... Das mache ich... Ah, ich hätte vorher den anderen machen müssen, aber egal.
Jetzt habe ich ein paar. Zwei Paare. Naja. Klappt. Gelb. Ja. Ein Vierling. Ein Flash, Alter. Ein Flash. Klappt doch super. So. Ja, ich habe es gestern auch mal ein bisschen noch gezockt, weil ich Bock drauf hatte. Außerdem habe ich auch, ja, bei RondexLP, das ist ja mein alter Account, also vom Spiel jetzt. Habe ich alles mal getestet, wie ich da, wie gut ich da durchkomme und ja, wie ich da was mache, weil es gibt ja auch Medaillen später und da komme ich aber später noch zu. Ach ja, habt ihr ja schon gesehen, die Medaillen. Brauche ich ja gar nicht mehr erklären. Gibt es halt verschiedene. Können wir auch später mal raufgehen, was es so alles gibt an Medaillen und... Oh, jetzt habe ich... war ich im Gedanken, weil hier muss man sich eigentlich auch konzentrieren können. Und das ist beim Let's Play ein bisschen schwierig, weil man auch labern muss und alles und sich auf Sprache konzentrieren muss, auf Spiel konzentrieren muss. Oh, ich habe Hunger. Ja, auf seinen Hunger konzentrieren muss. Weil ich Hunger habe gerade. Ja. Daher muss man sich auf vieles konzentrieren einfach. Und es wird immer schwieriger. Und sich auf irgendwas zu konzentrieren. Weil wir... Ja, ein paar. Ja, jetzt wird wahrscheinlich... Nicht, noch nicht. Weil nachher kommt nicht ein Totenkopf, der sperrt hier irgendeinen. Also der sperrt den untersten immer. Und das wird nachher immer schwieriger halt. Oder war... Ach nee, das war ja im anderen Poker-Dings. War bestimmt im Poker-Face. Ah! Na gut. Ah, gut. Bäm. Und den weißen... Hab ich den... Gelben... Zwei Paar. Ah, könnte schwierig werden. Ich habe noch die Hälfte. So, so, so. Vierling, Alter, Vierling. Ja, Vierling, weil den anderen kriege ich hin. Schade. Echt schade. So. Was machen wir denn da? Wir mal gelb, dann nehmen wir so, ist gut, das ist noch besser. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Hals habe. Das, ich meine, es tut mir leid, dass ich immer diese Geräusche mache, dass ich mich anhöre wie, ja, wie ein Elefant, aber na gut, ein Elefant jetzt nicht gerade, aber es ist so ekelhaft einfach. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem Hals hab. Das... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Drei. Warte mal. Eins, zwei. Drei. Vier, fünf. Zwei Paare, na gut. Oh, ich habe noch eine Hand übrig. Wie mache ich das? Eins, zwei, drei, vier. Na, Wolf. Full House! Full House. Yay, Suche beendet. Darauf, wo ich jetzt drauf zeige, da oben, ne? Alter. Das ist so schwer. Da werde ich bestimmt einige Anläufe brauchen.
Auf jeden Fall. Was machen wir noch? Es kriecht das Spielfeld hoch, haue das Eis runter, indem du darüber oder darunter Kombinationen bildest. Kombiniere 150 Steine, ehe das Eis den oberen Spielfeldrand erreicht. Hier kommen nämlich Eissäulen hoch. Und das Spiel mag ich eigentlich überhaupt nicht, weil das ist gelitten. Einfach. Man sieht es ja hier, dass hier Säulen hochkommen quasi. Den hebe ich mir auf, wenn es knapp wird. Alter, noch einer. Zack. Das ist super. Zwei Würfel. Und ja, man kann auch zwei Würfel miteinander kombinieren. Wird wahrscheinlich in diesem Let's Play auch noch passieren. Aber es ist schwierig. Da braucht man wirklich Glück. Und in dem Spiel habe ich oft mal Glück. Suche beendet. Sag mal, mussten wir alles nachquatschen? Blödes Spiel. Quatscht mir alles nach, ey. Stratamax, räume 130 Steine in höchstens 20 Zügen ab. Ja, das kennen wir ja mit, ja, Spielsteine, Spezialsteine machen und so. Hatten wir schon mal. Ja, jetzt wiederholen sich manche Spiele, kommen aber auch neue zu. Oh, das ist gut. Ein Special-Würfel einfach. Ein Special-Würfel. Boah, wenn ich den hier noch runterkriege... Kriege ich das hin? Ich weiß es nicht. Ich will den hier runterkriegen einfach. Weil wenn ich diese beiden... Ach, es ist schwer. Ich habe nur 10 Züge. Kann ich jetzt nicht, weil sonst würde ich den... Das würde passen, wenn ich den hier kriegen würde. Dann würde ich den kombinieren können, aber... Kann ich leider nicht. Bam. Ich habe nur 6 Züge, Alter, ganz ehrlich. Ich meine Züge von der Deutschen Bahn, ne? Also. So. Leute, ich muss es normal machen. Sag mal, musst du John Kramer zitieren von Saw? Was geht? Ich meine, gut, ich zitiere manchmal auch welche, aber... Aber, naja. Ist auch mal gut hier. Ich meine, es ist gut, dass so viel automatisch kombiniert wird, quasi, aber... Nein, scheiße, ich hätte Dings machen müssen. Bam. Das Spiel würde ich auch für ein Stream-Spiel empfehlen, wenn man über Stream spielt und so Leute live quasi mit zugucken. Die können dann sagen, wo man was machen kann und so. Oder schreiben, je nachdem. Wäre bestimmt super. Nur einerseits weiß ich nicht, wie das geht, andererseits... Ich weiß nicht, also... Die Technik ist bei mir auch noch nicht so ausgereift, dass... ich sowas machen könnte. Ne? Wo ich es gerne mal machen würde. Aber dazu bräuchte ich mehr Abos. Dann bräuchte ich auch Leute, die das gucken. Weil was bringt das, wenn ich im Stream hocke, mir guckt keiner zu, ich eier da rum und dann, ja, dann kann ich auch ein Let's Play machen. Weil mir, dann kann mir auch keiner helfen. Oder, ne? Gut. Wieder der Sandsturm. Sandstorm. Weißt du, wie siehst du, jetzt weiß ich, warum das so schleimig ist und alles im Hals. Ich habe Sand im Hals. Vom letzten Spiel quasi.
Na gut, Sand habe ich hatte ich schon vorher im Hals. Das, also würde passen. Kennt ihr eigentlich den Film Sandshocks? Der ist hammer, den finde ich super. Ist mal was anderes. Finde ich eigentlich genial gemacht. Yay! Ein Artefakt gefunden. So. Zweites Artefakt gefunden. Oder Schatz. Artefakt, Schatz, nimmt sich beides ja eigentlich nicht viel. Mein Schatz, weißt du. Nennt man ja seinen Partner auch immer. Und ja. Ich muss da oben hier machen und so. Ich brauche noch einen einzigen brauche ich noch. Den da. Nur das gönnt mir halt keiner. Siehst du, das ist jetzt zugegangen. Aber ich muss ja aufpassen, dass da oben der nicht zugeht. Geh nicht zu! Ich hab einen Schlüssel! Yay! Suche beendet. Suche beendet. Alter, ich hau dich gleich! Musst du mir alles nachquatschen. Sorry. Du brauchst ja nicht blinken, ich mach das zu 100%. Also. So. Kombiniere 25, also die Suche Dings mache ich 100%ig, also auf jeden Fall. Und Falter. Alter Falter, würde ich mal sagen. Naja. Ja. So, die Falter, die rücken, da kommen auch immer mehr Falter nachher. Auf jeden Fall. Da kann man wenigstens nachher wirklich sagen, alter Falter, ne? Bis jetzt kriegst du schon 3. Finde ich Sound, wenn man die Falter abbaut, finde ich cool, so, ne? Finde ich Sound geil. Die Musik auch, ist auch sehr schön, finde ich. Naja. Aber jetzt ist hier keine Zeitbegrenzung, das ist schon mal bei uns gut. Ich bräuchte jetzt einen Tipp. Ach, da oben. Ah. Kann ich nichts machen. Ich glaube, ich werde hier mal down gehen. Weil ich hier einfach nichts machen kann. Na gut, zu früh gefreut. Kriege ich doch noch hin. Bam. Zwei. Eine Doppelkombo. Gibt auch Medaillen für Kombos. Wenn man genug Falter kombiniert. Alter. Dann 20 waren das, ne? Nee, 25. Okay. Ja, wenn man genug Falter kombiniert, dann kriegt man halt eine Combo und eine Medaille. 24. 25. Yeah! Inferno-Abzeichen für das Abräumen von 50 Flammensteinen. Siehst du, hier können wir mal gucken, was es für Medaillen gibt. Ja. Willkommen im neuen Part. Wenn ich den schon gemacht habe, bin ich mal das später noch. Ja, ich weiß ja nicht, wie ich schneide. Ja. Räume 350 Flammensteine ab, das ist super. Sternstunde, räume 25 Sternsteine ab und eine Bronzeabzeichen zu erhalten. Ist halt wie bei dem Pfadfinderabzeichen und so. Ja, so ist es auch halt da. So, das ist farbenfroh. Räume 25 Superwürfel ab und ein Bronzeabzeichen zu erhalten. Das haben wir ja. Sprengmeister, zerstöre 40 Steine. Juwelier. Schließe ein klassisches Spiel einer Punktzahl über 50.000 ab, um ein Bronzeabzeichen zu erhalten. Das Beste zum Schluss. Erziele ein beim letzten Hurra im Blitzschlagmodus. Bejeweled Blitz übrigens ist auch genauso. Über 20.000 Punkte, um eine Bronzeabzeichen zu erhalten.
Hochspannung. Erziele 100.000 Punkte im Blitzstarkenmodus, um ein Bronzeabzeichen zu erhalten. Volles Risiko. Erhalte 100.000 Punkte beim Poker, um eine Bronze, um ein Bronzeabzeichen zu erhalten. Der Zocker. Yeah, der Zocker, Alter. Ach nee, warte. So. Warte mal. Ich muss hier mal der... Ihr Zocker, Alter, ne? Ja. Schaffe 10 Flushs beim Poker, um eine Bronze, um ein Bronzeabzeichen zu erhalten. Ist auch ist sehr schwer, hat gedauert, bis ich, bis ich das gekriegt habe. Gletscherforscher, erziele 100.000 Punkte im Eissturmmodus. Schwierig. Also ich werde hier mindestens Bronze schaffen. Wenn ich. Gold ist nicht Pflicht bei mir, weil sonst. Sonst wird das ein LP von 100 Parts oder so. Gerade bei Eissturm, das ist gelitten. Einfach, mir tut das Dings weh hier. So, sorry. Mein Bronzeabzeichen da halten, ja. Eisbrecher. Kennt ihr eigentlich Eisbrecher? Warte mal. Ich weiß, ich mache wieder Werbung, sorry. Oh, muss ich kurz mal... CDs. Zum Beispiel das erste Album.